Hallo hier bei Justins Wetter zu einem neuen Wetter-Update. Heute wieder am Nachmittag. Mittag. Wir schauen uns in diesem Video jetzt alles ein bisschen genauer an, wie die Wärme dann wohl in den nächsten Tagen jetzt zu uns kommt. Also die Kälte wird dann wohl kein Thema mehr werden. Und dafür würde dann jetzt die Wärme zu uns nach Deutschland langsam kommen. Schauen wir auf die Wetterlage oder auf die Temperaturen in 1500 Metern Höhe, um genau zu sein. Und da sehen wir dann hier über Norddeutschland so ein Tief, was uns dann wieder etwas kühlere Temperaturen zu uns befördern würde, aber auch sehr, sehr wechselhaftes Wetter zu uns bringen würde. Heute sieht man ja, es ist ja noch relativ trocken, nichts groß in Sachen Regen zu sehen. Wurde ja auch erst ein VB-Tief berechnet, das zieht ja dann uns vorbei. Und das schauen wir uns jetzt kurz mal an. Hier habe ich jetzt mal das Ethernet-Modell zum Anfang rausgesucht und da sehen wir dann noch sehr, sehr viele Schauer und eventuell auch einzelne Gewitter, die dann über uns hinwegziehen würden am Mittwoch, also am morgigen Tag. Und dieses VB-Tief sieht man dann doch hier eher im Osten der Karte und im Osten der Karte, also rechts. Und da sehen wir, dass es dann doch an uns vorbeiziehen wird. Das Ganze schauen wir uns jetzt auch noch nach dem GFS-Modell an. Und das sieht von der Mitte südwärts, die Schauer, die fallen, werden doch großteils wohl als Schnee fallen. Und da kann es dann nochmal für eine Straßenglätte sorgen oder kann nochmal weiß werden. Aber wäre auch nicht, denn danach würde dann die Strömung langsam auf West erst kippen und dann auf Südwest. Schauen wir uns jetzt die Wetterlage am 29.04. an. Und da sehen wir dann doch, dass wir noch so einen Tiefdruckkeil Richtung Großbritannien hätten. Aber sonst bei uns in Deutschland wäre der Atlantik jetzt nicht mehr geblockt. Der war ja am Anfang noch geblockt. Jetzt ist die Blockade oder hat sich die Blockade gelöst. Und die warme Luft kann eine volle Kanne zu uns nach Deutschland strömen. Mit sehr, sehr warmen Temperaturen, die wieder in den sommerlichen Bereich doch gehen werden. Und dazu hätten wir dann folgende Temperaturen in 1500 Metern Höhe. Und da sehen wir dann doch sehr, sehr gut hier. Erstmal wäre der Osten so dran mit Temperaturen in 1500 Metern Höhe von 10 Grad aufwärts. Aber das Ganze würde sich nach und nach dann auch auf den Westen wohl ausbreiten. Aber hier jetzt erstmal nur im Osten auf dieser Karte und nächste Karte. Zack, hier. Auch im Westen dann diese sehr, sehr warmen Temperaturen in 1500 Metern Höhe. Das wäre hier jetzt nämlich für den 1.5. Und da wäre dann doch sehr, sehr warme Luft, die dann zu uns strömen würde. Was wir jetzt aber auch dazu sagen müssen, nur in Deutschland, Polen und Tschechien. Und weiter Richtung Südosten haben wir sehr, sehr warme Temperaturen. Und wenn wir Richtung Südwesten schauen, hier haben wir eher Temperaturen im Durchschnitt oder eher zu kühle Temperaturen. Also hier ist erstmal von großer Sommerwärme nichts, so gut wie gar nichts zu erkennen. Schauen wir dann jetzt auf die Temperaturen in 1500 Metern Höhe in der Deutschlandansicht nochmal drauf. Und da sehen wir dann noch sehr, sehr gut. Hier verbreitet über Deutschland Temperaturen in 1500 Metern Höhe zwischen 12 und 15 Grad in 1500 Metern Höhe. Die 15 Grad, die sehen wir dann doch hier Richtung Alpenrand und sonst aber auch diese sehr, sehr warmen Temperaturen in ganz Deutschland. Und man sieht es hier nochmal, in Frankreich werden die Temperaturen doch deutlich, deutlich frischer. Dazu die Temperaturen jetzt in 2 Metern Höhe und da sehen wir dann doch sehr, sehr gut, dass wir dann doch hier verbreitet Werte von 20 Grad aufwärts hätten an der Grenze Deutschland und Polen. Da werden sogar 26, 27, 28 Grad berechnet. Am kühlsten wird es wahrscheinlich hier in den Mittelgebirgen werden, wie Eifel und im Schwarzwald. Und sonst aber auch in NRW bis zu 24 Grad, im Norden generell bis zu 24 Grad, im Südwesten etwas kühler, was mich jetzt wundert. Denn hier ist es ja eigentlich fast immer am wärmsten, aber jetzt wäre es Richtung Polen, Richtung Brandenburg, Berlin, Sachsen wohl am wärmsten. Und jetzt gehen wir eine Karte weiter und dann könnte sich die Wärme dann sogar wieder langsam verabschieden und das Ganze würde dann auch wieder schwüler werden. Die Temperaturen werden wohl nach Norden wieder wärmer werden und vom Südwesten und Westen würde die etwas kühlere Luft wieder zu uns nach Deutschland schwappen
Und das wären dann die Temperaturen in 2 Metern Höhe. Ja, der Norden, ja, der wäre hier eher unter dieser warmen Luft noch mit Temperaturen bis zu 25, 27 Grad. Und während wir hier im Westen schon etwas wärmere, etwas kühlere Temperaturen sehen, mit Werten, die teilweise bei maximal 20 Grad liegen würden und Minimum bei 15 Grad. Also werden wir so meistens so bei 15 bis 20 Grad wohl pendeln. Das Wetter dazu noch und dazu könnten wir uns dann wieder auf ein paar kräftige Gewitter wohl einstellen, die es dann noch geben kann. Hier werden dann vor allem im Übergangsbereich nach NRW hin, aber auch nach Bayern, werden hier dann doch teilweise kräftige Gewitter berechnet und Richtung Nordosten wäre erstmal noch gar nicht zu sehen. Aber wie gesagt, vom Westen her könnten dann doch wieder kräftige Gewitter auf uns übergreifen. Es ist auch nicht ausgeschlossen, dass wir eine heftige Gewitter- bzw. Unwetterlage bekommen könnten, aber das schauen wir uns in den nächsten Videos ja ein bisschen genauer an. Schauen wir dann jetzt noch zum Schluss auf das GFS-Modell und dieses Modell berechnet dann doch aktuell hier auch im Südwesten für den zweiten, im Südosten für den 2.5. sehr, sehr warme Temperaturen. Der Osten und Südosten wären dann doch am wärmsten. Richtung Nordwesten, da hätten wir dann doch verbreitet etwas kühlere Temperaturen, die hier reinsuppen würden, aber das wären dann die Temperaturen in 2 Metern Höhe. Und die hätten wir verbreitet in Deutschland Temperaturen von über 20 Grad, außer vielleicht im äußersten Südwesten, im Umkreis so vom Schwarzwald, vielleicht auch Stuttgart würde keine 20 Grad wohl bekommen. Aber hier Richtung Osten, Südosten und Norden und vielleicht auch noch so vom Westen bis in den Südosten hätten wir Temperaturen von verbreitet über 20 Grad, die teilweise auch nochmal sehr, sehr warm werden könnten. Zum Schluss müssen wir uns jetzt aber noch die Kelvin-Werte anschauen und die sind, habe ich ja im letzten Video auch schon angesprochen, ja, die sind ja leicht erhöht, nicht mal ganz so erhöht wie ja, nach dem letzten, im letzten Video, aber trotzdem hätten wir hier in Sachsen, Brandenburg, Berlin und noch Richtung Südwesten und Südosten Kelvin-Werte mit maximal bis zu 700 Kilojoule, die hier berechnet werden und Richtung Norden, wo die wärmere Luft ist, da wäre die Luft dann doch eher trocken. Zum Schluss kann ich jetzt einfach nur noch Danke sagen für mittlerweile 1410 Abonnenten. Ich bin sprachlos. Ihr bringt mich unfassbar weiter. Und deswegen, ja, schickt mir gerne eine E-Mail, schickt mir gerne per paar Wetterfotos per E-Mail an die E-Mail-Adresse justinkleiner86@gmail.com und ja, könnt mir gerne auch ein paar Fotos auf Instagram schicken. Wir sehen uns dann im nächsten Video wieder. Ich würde mich freuen, wenn ihr wieder einschalten würdet. Macht's gut, bis dann, haut rein und ciao.